Ja, Orte jüdischen Lebens haben wir eine ganze Reihe in Trier, auch Orte, die man auf Anhieb nicht unmittelbar mit dem jüdischen Leben in Verbindung bringen würde. Was wir mit dieser Ausstellung genau zeigen wollen, ist die Tatsache, dass seit vielen, vielen Jahrhunderten das jüdische Leben zu Trier gehört. Dass sich die Darstellung des jüdischen Lebens aber in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich fokussiert hat auf den Holocaust, dass man sich damit sehr intensiv beschäftigt und auseinandergesetzt hat und dass viele Aspekte jüdischen Lebens dabei völlig in Vergessenheit geraten sind. Aspekte auch des guten Miteinanders, des bürgerschaftlichen Miteinanders und Orte zu zeigen, die Stadt quasi zum Ausstellungsstück zu machen, für diese Frage, wo sind die Orte jüdischen Lebens, ist das Anliegen dieser Ausstellung. All das lebendig zu schildern und zu zeigen, dass auch Trier heute noch viele Orte jüdischen Lebens hat, das ist das Ziel dieser Ausstellung.